Rockschuppen. Hello, dear Rockschuppen fans. Yeah, today it will get rough and ready. Ja, also heute wird's richtig rau und hart, wenn wir gleich eine Reise ins Jahr 1985 machen. Und wir gucken uns jetzt schon mal 20 Sekunden an. Dann seht ihr, um was es hier gleich geht. Rockshock. This was a Rockshock. No, this was the name of the song. Das war tatsächlich der Name des Songs. Und ich zeige euch jetzt gleich, warum ich so extrem begeistert bin. Ich probiere natürlich wie immer mal ein Bier, was ich noch nicht kenne, dabei. Das gehört dazu. Ich kenne es nicht. Patronius oder so ähnlich. Keine Ahnung. Wir trinken das wie immer zusammen, gerade jetzt. In dieser wilden Zeit ist es doch schön, wenn man zusammen sein kann. Aber ich habe auch noch was für euch, denn heute ist ein Musiker zu Gast, den wir live zuschalten. Und zwar trotz Zeitverschiebung hier von, ich bin hier in der Nähe von Mainz, ins Ruhrgebiet. Da sind ja durchaus 6-7 Stunden Zeitzonen Unterschied. Und wir werden gleich sehen, was geht. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was hier Sache ist. Das ist, was noch übrig ist von meiner LP, von der Band Mad Butcher. Hab keine Ahnung, wo die Hülle ist, was mit dem Ding passiert ist. Die Seite hier ging schon gar nicht mehr abzuspielen. Die ging ab und zu noch. Also es ist ein Grund, die steht eigentlich nur noch in meiner Sammlung, weil es halt mein Original aus meiner Kindheit, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Jugendheit ist, als ich 15 Jahre alt war. Und deswegen bin ich jetzt so überhappy, ja, dass es die Scheibe jetzt wieder gibt. Erschien bei Dying Victims Productions und jetzt auch bei uns im Rockschuppen, eine der kultigsten und, wie wir gleich feststellen werden, weitaus wichtigeren Metal-LP, als man meint. Und hier dieser Mann, Metal Harry, ist uns jetzt zugeschaltet. Wir gucken mal, ob er im Ruhrgebiet schon wach ist. Hey, 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 this is Metal Harry of German Metal Legend, Mad Butcher. Hallo Leute, guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, habe schon meinen ersten Kaffee getrunken. Danke für die Einladung vom Rockschuppen, Neudi, sehr nette Geste. Dieses nette Kerlchen ist der Metal Harry vor 40 Jahren. Wir wollen mal gucken, ob wir die Band nochmal an den Start bringen, denn unser Debütalbum Metal Lightning Attack aus dem Jahre 1985 ist wieder veröffentlicht worden. Hochwertige Version auf Dying Victim Records. Wer sich ein Bild von der Band machen kann, hat die Möglichkeit auf YouTube. Und natürlich auf Facebook haben wir ein paar alte Fotos, Videosnippets und so weiter hochgeladen. Kann man sich also ein bisschen eindenken, wie die Band 1985 getickt hat. Wir waren sicherlich einer der ersten Bands, die sich in Deutschland um den Heavy Metal gekümmert haben. Tja, er trinkt Kaffee, ich bin hier schon beim Bier. Ja, da sieht man den Zeitzonenunterschied. Ja, völliger Wahnsinn, Metal Harry immer noch gut drauf, wie damals hier, als diese Scheibe erschienen ist. Ja, yeah, Metal Lightning Attack. Ich habe das Ding damals geliebt. Und ja, aufgrund der Platte habe ich sogar, muss ich zugeben, ein bisschen aus den Augen verloren, bis ja, alles andere rund um diese Platte endlich wieder veröffentlicht wurde. Ich besitze übrigens auch das Original von Metal Me von dieser Band. Ja, und jetzt, wie gesagt, gibt es aber das Debütalbum, damals auf Earthshaker Records erschienen, endlich auf Vinyl. Ja, und während ich hier mal gucke, was hier alles so drin ist, um euch das gleich zu zeigen, soll Metal Harry doch mal erzählen, wie das damals so war mit der Band. Ja, wir haben uns dann in der Kneipe dazu entschlossen, einfach mal unseren neuen Helden nachzueifern, die da aus England und USA in unsere Plattenküche geschwemmt wurden. Wir haben viele verschiedene Stile verbraten, also Speed Metal. Wir haben uns damals als Heavy Metal Band gesehen. Die ganzen Unterscheidungen gab es einfach noch nicht. Und ja, wir haben darauf losgezockt und haben dann im Laufe der Jahre
ein paar Songs eingetütet. Wie gesagt, erste Album Metal Lightning Attack. Das da soll ich sein. So ein Body hätte ich gerne gehabt. Aber es war ein Foto, was wir in der Staudastraße in Altenessen als Proberaumfoto gemacht haben. Und ja, das wurde dann als Comic verewigt. Fand ich also durchaus reizvoll. Ja, da wurden seinerzeit dann 10 Songs eingetütet. Ich sag mal, für alle Spielarten des Heavy Metal ist was dabei. Schnell, ein bisschen Twin-Guitar-mäßig, also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, wie das damals so war. Ja, das ist schon alles mehr als Kult. Ja, und man merkt hier schon gleich mehrere Sachen. Diese Band hat ihre LP schlichtweg fast schon etwas zu spät gemacht, aber es gab halt nun mal keine tolle Labellandschaft die Jahre vorher unbedingt in Deutschland. Da musste man entweder zu einem Major-Label oder tief selbst in die Tasche greifen. Und ja, jetzt, aber die Jungs haben Gott sei Dank, haben sie es 85 geschafft, konnten aber nicht diese Pionier-Lorbeeren einfach ernten, die sie verdient haben. Und ich denke, heute kommt so nach und nach einiges raus, weil natürlich haben Jahre später gesagt, die Jungs haben ja von Destruction, von dem Song Matt Butcher ihren Bandnamen geklaut. Und das ist natürlich völlig daneben, völlig falsch. Das hat Harry auch schon mehrfach bestätigt. Die Band gibt es schon viel, viel länger. Da sind Schmier und Co. noch nackig um den Christbaum rumgelaufen, kann man fast schon sagen. Ja, musikalisch gibt es bestimmt auch einiges. Mal gucken, ob Harry was hier am Start hat. Ich kann ja mal anmachen für 30 Sekunden. Und Achtung! Wie ihr seht, seht ihr nichts. Oh! Übrigens, USA-Veröffentlichung von Stormspell Records. 3 CDs, alle von 1920. Habe ich gesagt 1920? 2020, ihr Säcke. Ja, also wie gesagt, Matt Butcher sind weg und wir hoffen, dass wir vielleicht sogar eine Live-Reunion hinkriegen. Von den 4 verbliebenen lebenden Mitgliedern werden 3 Leute dabei sein. Der Harry, der Schlagzeuger Rainer und der Lead-Gitarrist Rolli. Und wir werden gucken, wie weit es uns trägt, vielleicht auch bei euch in der Gegend. Der Ruhrpott lebt, der Heavy Metal lebt und ich wünsche euch, dass ihr die Gelegenheit habt, den Butcher mal live zu erleben. Bauen wir auf die Zeit nach Corona. Stay Metal, Leute. Alles Gute vom Metal Harry. Alles Gute vom Matt Butcher. Natürlich ist Matt Butcher auch für Vegetarier. So stay metal, stay strong, stay safe, Leute. Und passt euch auf euch auf. Ja, super, dass das geklappt hat mit der Live-Schaltung ins Ruhrgebiet, wo wir jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Uhr morgens haben. Ich bin jetzt hier nach wie vor mit meiner jetzt endlich in den Händen haltenden Matt Butcher. Wir hätten sogar schon viel früher im Rockschuppen-Shop gehabt, aber das Ding ist gefragt und das wundert mich auch nicht, denn auf Discogs ist es jetzt nicht so, dass man das Original, was dann besser, hoffentlich besser aussieht wie das hier, kriegt man dann nicht einfach so geschenkt. Ja, die Scheiben, wie gesagt, damals bei Earthshaker erschienen. Also ich weiß auch, dass diese Rückseite hier ziemlich ein Nachbau ist von dem, wie wir die LP von damals kennen. Das mit dem genialen Cover haben wir ja schon geklärt. Genau, jetzt gucken wir einfach mal rein. Das Vinyl an sich, ich habe die natürlich schon aufgelegt, weil ich konnte das machen, ist schön schwer. Die Songs sind schön verteilt, wie man auf der LP sieht. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo steht, aber Patrick Engel, bekannt von High Roller, bekannt von Metal Blade Records oder auch Golden Core Zücks, hat er ja auch schon Sachen gemacht und viele mehr natürlich, hat dieses Teil remastert und restauriert
Also alles, was irgendwie möglich war. Es gab mal eine CD-Version vor ein paar Jahren. Da ist man sich jetzt nicht so sicher, ob das jetzt so ganz rechtens war oder nicht. Aber ist mir auch scheißegal, denn ich habe ja wieder meine Mad Butcher. Die übrigens, wie er schon sagt, auch für Vegetarier geeignet ist. Ja, hier haben wir dieses, wie es als früher hat, hat man sich das doch stundenlang angeguckt, oder? Solche Fotokollagen, die auf Innenhüllen waren. Heute ist es ja, und ich verstehe auch warum, bin ja selbst auch auf der Produzentenseite, heute werden ja die eher Blätter bedruckt, anstatt die Innenhüllen. Das ist nämlich, Innenhüllen bedrucken ist sauteuer, nur um das jetzt mal klarzustellen. Und man hat ja eigentlich dasselbe in Grün, man hält das Blatt so, das ist ja auch meistens stabil. Und da ist es, passt es ja auch. Und ja, und hier hat Harry ein bisschen auch über die Band geschrieben, also sogenannte Liner Notes mit noch Presseartikeln und eben genauso, wie wir das lieben. Aber hier kommt noch viel mehr raus. Hey, das ist schön. Ich gucke sogar mal rein. So, mehr haben wir nicht. Eignet sich auch als Hut. Gott sei Dank fällt ja, also es tut mir natürlich schrecklich leid, das Fasching ist ja ausfällig. Ja, wie dem auch sei, hier haben wir eine sehr geile Postkarte gemacht, ein bisschen wie so eine alte Autogrammkarte. Hochglanz, auf Englisch High Glance. War natürlich Bullshit. Ja, das hier haben wir hier dann. Au, ein Aufkleber mit diesem coolen Tier. Mit dem coolen Tier. Ja, da ist es. Da ist es. Geil. Weiß nicht, wie wetterfest der ist. Das wäre fast schon was für mein Auto. Aber natürlich als Sammler muss das ja alles da drin bleiben, so wie es ist. Da müsste ich mir eine zweite Kopie besorgen, um diesen Aufkleber zu kriegen. Und dann haben wir hier noch, ich vermute richtig. Ah, das Format ist aber sehr schön. Hoch, nicht LP-like, sondern hochkant, auf Englisch high-cant. Und ja, da sehen wir nochmal das coole Cover. Das Foto haben wir ja vorhin eingeblendet gesehen. Ich würde mal sagen, das sind die deutschen Manowar. Ganz klarer Fall. Ja, das dazu. Ja, und irgendwo ist noch ein Download-Code. Keine Ahnung, wo der jetzt hingefallen ist. Irgendwo muss er noch sein. Den habe ich vorhin schon gesehen. Ach, da hängt er noch drin. Aber den zeige ich jetzt nicht in die Kamera. Aha, muss den Code zuhalten. Auf gut Deutsch. Nee, das sage ich jetzt nicht. Riecht auch ein bisschen nach Code. Deswegen packen wir das schnell wieder ein. Aber wie ihr seht, ihr könnt das Album dann auch in digitaler Form euch runterladen, damit das Matt auch auf anderen Geräten butschert. Ja, das war eigentlich schon alles. Ich bin froh, dass dieser Klassiker des German Heavy Metals oder auch Proto Speed Metal, weil, wie gesagt, die Platte kam schlichtweg ein bisschen spät, jetzt endlich wieder erhältlich ist. Ja, Earthshaker Sachen gibt es nach wie vor noch nicht alle. Ich frage mich, wo bleiben die ersten beiden Steeler-Alben, vor allen Dingen Ruling the Earth, das zweite Album. Was ist da quasi los? Warum gibt es das Ding nicht? Müsste man vielleicht mal Axel Rudi Pell fragen, weil selbst wenn er die Dinger nicht mag, viele Musiker mögen ja ihr Frühwerk nicht, aber es ist ja eigentlich Quatsch, sich für was zu schämen, was so lange her ist, wenn man die Jahre drauf ja bewiesen hat, was man kann und was man geleistet hat. Da ist es ja keine Schande, dann wenn was von ganz früher nicht perfekt ist oder so. Habe ich also noch nie verstanden. Ich habe zugestimmt, dass meine erste LP von 1988 mehrfach wiederveröffentlicht wird, Some Darkness. Und mein Schlagzeugspiel ist mit Sicherheit ganz weit von Simon Phillips entfernt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich war nämlich 16 Jahre alt. Insofern, aber da schäme ich mich nicht für, weil ich kann ja auf aktuellen Alben auch beweisen, guck, so sieht's heute aus. Also warum soll ich mich für sowas schämen? Völliger Quatsch. Ja, aber Mad Butcher haben es irgendwie geschafft, dass dieses Ding jetzt bei Dying Victim Records erschienen ist. Sie konnten wohl die Rechte zurückkriegen und jetzt haben wir das Ding hier. Ich bin ganz happy, ihr findet es im Rockschuppen Shop, auch unter einer Kaugummi. Seit ich nicht drauf muss, habe ich immer einen Kaugummi im Mund. Übrigens, Weizenbier ist gut. The wheat beer is really good today. Haven't heard of this brand before, but it's great. Ja, dann möchte ich trotzdem noch darauf aufmerksam. Achso, ja, Quatsch, ich war ja gerade beim Rockschuppen. Da gibt es eine neue Kategorie, Neudies News. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn ihr da rauf geht, weil dann wisst ihr ja schon, was als nächstes kommt. Weil auch mit der Band Coltre werden wir auch eine ähnliche Videoschaltung machen. Dann allerdings nach London. Da ist der, ich glaube, der Zeitunterschied 14 Stunden oder so.
Also wird es richtig heftig, da schlafen die noch oder ich schlafe, keine Ahnung. Und ja, natürlich ohne Live-Schaltung, aber mit was kultigem Alten, eine Obi, alles in Obi, also eine Obituary-Platte von früher, die es auch im Rockschuppen gibt. Das findet ihr unter Neudis News mittlerweile auf der Rockschuppen-Seite und ich fühle mich geehrt, dass ich quasi, also die Obi war sowieso schon da, aber mindestens für zwei Produkte verantwortlich bin, die es da jetzt gibt. Aber wie gesagt, zu Colton noch mehr. Das gibt's nicht. Das Vinyl bleibt nach wie vor eine Rarität hoch 10. Ist auch richtig teuer im Original. Und ich kann ein bisschen angeben noch, kurz bevor ich das Video jetzt beende. Von dieser LP wurde letztens eine CD-Wiederveröffentlichung gemacht, weil ich wohl einer der wenigen in Deutschland war mit einer mehr oder weniger unplayed Copy. Und die ist sowas von gelocht überall. Man könnte fast meinen, die wäre Katastrophe, diese aber nicht. Die CD, die es gibt auf Stormspell Records in den USA, ist von diesem Teil hier. Von diesem Teil und dann remastered. Kann man ein bisschen stolz drauf sein. Ja, nochmal vielen Dank an Metal Harry und Dying Victims für das Herausbringen, das wieder verfügbar machen und das natürlich noch in einem tollen Umfang von Matt Butchers Metal Lightning Attack. Eine Platte, die hiermit offiziell, gell Katzi, geile Scheibe, gell? Ja, eine zweite Chance kriegt. Nachdem 85 nicht allzu viel passiert ist, was allerdings auch ein bisschen am Label gelegen hat und an der Zeit, wo die ganzen Journalisten alle nach Amerika geschaut haben und schon gar nicht mal geguckt haben, was geht denn hier ab. Und übrigens, Harry ist ein New Wave of British Heavy Metal Fachmann. Ja, in manchen Interviews wurden Bands genannt, da habe ich mit Ohren geschlagen. Wollte ich auch noch erwähnt haben. So, jetzt aber genug. Jetzt nochmal einmal ein Bier trinken. Hier ist die Platte und wir sehen uns beim nächsten Rockschuppen-Video.